Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Judy TV. Heute aus Rapperswil und zwar bin ich hier im Obersee und rings um mich herum ist Wasser. Wasser ist ein wichtiges Element im Leben des heutigen Gastes, von Corrado Filipponi. Er ist vor 10 Jahren in die USA gereist, hat sich ein Kajak gekauft und ist mit dem ohne Erfahrung und ganz alleine den Mississippi herabgepaddelt. Das heisst, in 80 Tagen hat er 3779 Kilometer gemacht. Von der Grenze von Kanada bis nach New Orleans, wo der Mississippi ins Meer fließt. Vor 2 Jahren ist er noch den Rhein abgepaddelt und hat das sogar in Weltbestzeit gemacht. Das sind aber nur 2 von seinen vielen Abenteuern. Als Fotograf hält er seine Erlebnisse fest und begeistert hier in der Schweiz die Heimbliebenen mit Fotobüchern und Multimedia-Show. Herzlich willkommen, Corrado. Ja, herzlich willkommen, Wasser. Du hast sozusagen deine Ferien zum Beruf gemacht. Von dem träumen wahrscheinlich noch viel. Wie hast du das können machen? Ja, das hat sich natürlich so ergeben. Also erstens mal, wenn man so einsteigt, muss man ziemlich viel verzichten. Ich bin mit 21 das erste Mal länger im Ausland gewesen, dann ein Jahr in Australien, Neuseeland vor allem. Und wenn man das Reisevirus irgendwann drin hat, dann tut einem das gut und man weiß, dass man halt wirklich seinen Horizont auch erweitern kann auf Reisen. Und von dem her bin ich eigentlich meistens irgendwo 2 Jahre am Arbeiten und bin dann wieder 1,5 Jahre fort, bis ich dann mal länger nonstop fort bin, also ohne ein gewisses Rückreisedatum zu wissen. Und das war echt der befreiendste Moment vom Ganzen. Warum war es so befreiend? Ich habe vorher immer gewusst, wenn ich am 8. Februar gegangen bin, ich komme am 4. Februar nächstes Jahr wieder heim. Das ist ein Around-the-World-Ticket oder halt einfach vom Ticket her nur möglich gewesen, innerhalb von einem Jahr zu buchen. Und das wollte ich nach 2 Mal eigentlich nicht mehr wollen. Ich wollte gar nicht wissen, wann ich heimkomme. Und ich bin dann so nach Johannesburg geflogen. Und ich wusste, ich wollte mir den südlichen Teil von Afrika anschauen und vielleicht nochmal auf Australien durch. Und der Rest war offen. Schlussendlich sind 3 Jahre daraus geworden. Die haben in Mexico City geendet. Und der Entscheid zu heimgehen ist eigentlich innerhalb von 10 Tagen gefallen. Und das ist ein viel schöner Moment, wenn man schon vor 3 Monaten vorher weiss, es geht dann zu Ende. Nach dieser Reise bist du eben das erste Mal in die USA und dort auf dem Mississippi. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Also, als ich von diesen 3 Jahren heimgekommen bin, habe ich einen Freund gehabt, der mir empfohlen hat oder mir gewünscht hat, dass ich ihm sein Auto nach Irland fahre. Er hat ein Haus in Irland und hat gefunden, du kannst mein Auto nehmen, kannst noch in meinem Haus auch wohnen. Und ich habe das verbunden mit einer längeren Reise. Also das heisst, ich bin dann einen Monat in Schottland geblieben und bin einen Monat in Irland gewesen. Bin in seinem Haus gewesen. Und dort ist echt ein Verhängnisvolles passiert. Ich habe aus seinem Bücherregal «The Adventures of Huckleberry Finn» gezogen, die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Und habe echt gedacht, ich lese das Buch dort auf Englisch, wieder mal das Ganze, so, nachdem ich es in der Jugend mal gelesen habe. Aber das habe ich nicht geschafft. Und zwar nicht wegen dem Englisch, sondern weil meine Gedanken immer abgedriftet sind. Ich habe mir überlegt, nach diesen 3 Jahren, wie meine nächste Reise könnte aussehen. Ich habe gewusst, ich will es irgendwie ganz anders machen. Und habe dann mit dem Buch zusammen gefunden, ich mache mich auf die Spuren von Huckleberry Finn. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich die USA gehe, dann muss es etwas speziell sein, eine andere Art. Und so habe ich dann entschieden, ein Kajak zu posten im Norden, in Minnesota oben. Und eigentlich so auf der 3. Küste, wo der Mississippi eigentlich ist, von den USA, durch die ganze USA runterzureisen. Und das, auch wenn ich vorher noch nie in einem Kajak gesessen bin. Also ich wollte das auch so machen, so quasi Learning by Doing. Ich mache es mit den meisten Dingen so. Ich bin nicht der Typ, der irgendwo reinhocken kann und sich Schuhe lassen oder irgendwelche Kurse über ein Jahr nehmen. Für mich muss es eigentlich gerade losgehen. Und so habe ich ja eigentlich genug Zeit gehabt, um das zu lernen, auf diesen 80 Tagen. Dann. Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie verläuft so ein Tag, wenn man da mit dem Kajak auf so einem Fluss unterwegs ist? Also es ist natürlich mit dem Fluss abhängig. Am Anfang ist der Mississippi ein Bach. Also es ist wirklich ein kleiner Fluss, wo man zum Teil auch muss, laufen muss, weil es nicht genug tief ist. Und man wächst dann so drin. Mit der eigenen Erfahrung wird auch der Fluss dann grösser. Also es passiert miteinander. Und von der Sicherheit her ist das natürlich dann auch ergäbig, weil man kommt ungefähr nach 3 Wochen nach Minneapolis. Minneapolis ist eine Millionenstadt, wo der Mississippi mitten durchfließt. Von dort fangen die ganzen Schleusen an. Also von dort wird es einfach technisch viel anspruchsvoller mit dem ganzen Schiffsverkehr.
Oben raus war es herrlich. Eigentlich sind die ersten drei Wochen die schönsten auf dem ganzen Mississippi. Aber wie es so ist, ist man dort noch nicht in der Genussphase rein, sondern ist die ganze Anspannung ist da. Man sieht das Ziel, das extrem weit weg ist, von New Orleans noch mal bis im Golf von Mexiko raus. Wenn man dort oben auf eine Karte schaut, dann ist man vielleicht 2 mm weit und weiss, man hat nur 30 cm zu machen. Das ist extrem demotivierend. Also man muss auch dort lernen, seine Ziele anders zu fokussieren. Und dann ist man auf dem Fluss unterwegs, hat natürlich die absolute Ruhe. Was wie wenn man jetzt hier auf dem See raus wäre. Man hat wirklich seinen Frieden. Man hört das Wasser, man hört die Wasserbewegungen. Man schmeckt viel mehr dort draußen. Und man sieht keinen Mensch. Und zum Teil auf dem Mississippi also habe ich für 10, 12 Tage keinen Mensch gesehen. Und das ist einerseits auch das, was ich wollte. Ich wollte mich selber in einer extremen Situation erleben, wenn ich reagiere. Wenn ich mit dem umgegangen, es hat Tage gehabt, wo es eine Woche lang hintereinander wirklich nur geschifft hat, also extrem geregnet. Du musst dich Zelt aufstellen, musst noch motiviert sein, um gleich etwas zu kochen, weil irgendwelche Nährwerte sollst du zu dir nehmen. Mit der Zeit ist alles feucht und du bist dann irgendwie nicht schon in der ersten Woche oder zweiten Woche, sondern du bist halt dann doch schon vielleicht 8 Wochen unterwegs und merkst langsam, es hängt an, vor allem halt auch psychisch dann, und dort lernst du dann die Grenzen selber zu überwinden oder dich zu ablenken. Und in welcher Situation denkst du, bist du so am meisten an die Grenzen gekommen? Ich denke, es waren schon die Momente, wo du 8 oder 10 Stunden am Tag gebadelt hast und es hat sich eigentlich nichts verändert. Es hat links Baumwollfelder gehabt, es hat rechts Baumwollfelder gehabt und das von morgen bis am Abend. Und dann fragst du dich schon so, hey, was machst du eigentlich da? Oder denkst du, wie schön könntest du das jetzt noch anders haben oder was tust du da und so. Aber das habe ich echt gewusst, dass die Situation auf mich zukommt. Und vor allem weiss ich oder lernst du daraus, die vergönnt die Situationen. Und gerade auf einem Fluss, der fließt, du kommst weiter und irgendwann ändert sich das Bild, irgendwann kommst du ein Ziel näher. Und das ist dann der ganze Wert auch von dem, was du bewusst bist. Jetzt hast du deine neuen Tournees für nächstes Jahr ausgeschrieben. Und eine davon heisst Amazonas Schwimmer. Das bist nicht du selber, sondern ein anderer Verrückter, der Martin Strehl. Du hast ihn begleitet, als er als, wie sie jetzt erst teils gemeint, ganz Amazonas drauf geschwommen ist. Was muss man sich da vorstellen? Es ist über 5000 Kilometer, aber es ist ja nicht nur die Strecke, die es so wahnsinnig macht. Nein, es ist, also, was wahnsinnig macht, ist, wie du schon sagst, ist der Martin selber. Er ist wirklich ein Wahnsinnstyp. Und wenn man ihn sieht, er ist ein 150 Kilometer, also ein riesen Fetzen. Und das Witzige ist immer, wenn er und der Boru, das ist sein Sohn, der das Ganze managt, nebeneinander haben immer alles das Gefühl, sein Sohn sagt, der Schwimmer. Weil man würde ihm das nie geben. Aber es ist genau seine Stärke. Also er ist echt mental extrem stark. Das ist das, was ich immer sage, an so Abenteuer oder so Expeditionen ist der mentale Bereich viel der wichtiger. Auch ich bin ja nicht wirklich der Fetzen, muskulös und weiss ich was, sondern ich bei mir geht auch 70-80% jetzt auf dem Rhein, geht über den Kopf. Und das ist Martin seine grosse Stärke. Er ist auch den Mississippi abgeschwommen. Durch das ist er auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich als Einziger ohne Erfahrung gehe und solo den Mississippi ab bin. Wir haben das dann so gefunden. Ich habe ihn zuerst in China auf dem Yangtze Kiang begleitet. Und da hat er auch schon gesagt, das ist es, er macht nie mehr so etwas Verrücktes, weil das ist schon absolut crazy gewesen, was wir dort gemacht haben. Dort ist über 4000 Kilometer geschwommen. Für mich war der Yangtze der gefährlichste Fluss gewesen, von allem, was ich gemacht habe, von der Schluchten, von der Strömung. Von der Sprache her auch viel schwieriger. Und er hat sich dann doch irgendwann einmal noch für den Amazonas entschieden, hat dann mich wieder aufgeboten als Fotograf und als Kajak Lotse. Und so sind wir unterwegs. Der Martin ist ein absolut liebenswerter Kerl, wenn man mit ihm zusammen ist. Außer wenn er schwimmt. Dann ist er von Tag zu Tag und je länger das Text geht, je unausstehlicher. Aber das ist natürlich absolut klar, weil er kommt das Ende von seiner Kräfte. Er schwimmt pro Tag 8 bis 10 Stunden. Das ist noch schlimmer, als ich jetzt vorher erzählt habe, wenn ich so lange kajake, nur schwimme. Er hat da sehr gute Tricks, wenn er sich kann ablenken kann und das auch durchziehen. Es ist körperlich doch auch nicht ohne, wenn er das macht. So. Und als ich ihn das erste Mal in China erlebt habe, bin ich baff gewesen, weil wir sind gestartet. Er hatte meistens links und rechts von sich ein Kajak gehabt, wo ihm quasi Banden angegeben haben. Und vorne haben wir einen dritten Kajak gehabt, wo die Hauptströmung gesucht hat. Und wir zwei Kajaker sind am dritten an und der Martin hat sich an uns orientiert. Und wo das losgegangen ist, dort mal in China, ist er 4,5 Stunden geschwommen. Tack, tack, tack. 4,5 Stunden ohne einen Schlag auszulassen. Und ich bin wirklich baff gewesen, weil das ist immens lang. Und der Mann hat von Anfang an schon seinen Rhythmus gefunden, ist mit dem Fluss 1 gewesen.
Und das ist sehr eindrücklich. Und ich bin wirklich jetzt auch froh und stolz, dass wir jetzt nächstes Jahr in der Schweiz das erste Mal live sehen können. Du hast ein paar Bilder dabei, die du uns noch zeigen kannst. Vielleicht kannst du uns etwas dazu erzählen. Man kann dich natürlich am besten direkt auf meiner Webseite anschauen. Ich zeige es oben durch eine Galerie, über den Amazonas, zum Beispiel den Martin Strehl. Wir haben da den Martin mit mir in China, das war am Schluss. Und dann halt eben da, wo er sich vorgenommen hat, den Amazonas abzuschwimmen. Es war wirklich ein einmaliges Abenteuer, auch für die Bewohner am Amazonas. Man sieht da, sie haben ihn zum Teil in 40, 50 Booten begleitet, er vorne durch am Schwimmen. Für die ist das irgendwie der Flussmann, der Fischmann, haben sie ihm gesagt. Ist sehr speziell. In Manaus haben wir einen grossen Empfang gehabt. Manaus ist eine 2-Millionen-Stadt mitten im Dschungel raus. Da sind 200-300 Journalisten von der ganzen Welt gekommen. Er ist zum Teil mit Masken geschwommen, weil einfach die Sonneneinstrahlung extrem stark war. Das hat er sich so schützen. Er hat natürlich wiederum beim rechten Atmen quasi daran gestört. Er war bei strömendem Regen unterwegs gewesen. Es hat wieder an das Ufer gekommen, war für ihn nicht immer einfach gewesen. Es waren schon tausende Leute damals in einer Stadt gewesen, oder in einem Ort, wo er angekommen ist, die ihn frenetisch empfangen haben. Er ist neben den schwimmenden Inseln, Bäumen, Schlangen, was alles, ist er wirklich dann auch da durchgeschwommen, bis er schlussendlich dann in Belém am Atlantik mit dieser fantastischen Zeit oder diesen Tagen, 66 Tagen, über 5268 Kilometer geschwommen. Nicht mal ich oder dabei bin, kann man sich wirklich vorstellen, was das heisst. Ja, dia.ch, ist alles drauf. Danke vielmals, gerade, dass du in meine Sendung gekommen bist und von deinen spannenden Abenteuern erzählt hast. Ich wünsche dir weiterhin noch viele tolle Erlebnisse und noch viel Mut für weitere Abenteuer. Ja, danke vielmals, es gibt sicher noch die eine oder andere Geschichte. Danke auch euch, dass ihr reingeschaut habt in Juli TV. Und wenn ihr noch mehr wollt, über gerade seine Abenteuer wissen, dann schaut doch sein Buch Bach ab. Da findet ihr seine Geschichten über seine Fahrt auf dem Mississippi. Und auf dia.ch findet ihr auch noch mehr Informationen zu seinen neuen Multimedia-Tourneen, wo er nächstes Jahr mit Martin Strehl startet und auch noch über Irland und Schottland. Ich freue mich auch, wenn ihr in einem Monat wieder reinschaut. Und bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss.